Dankeschön, herzlichen Dank. Seid ihr noch wach? Prost! Ja, das ist so anständig. Sehr schön. Pass auf, muss ich kurz was sehen. Freunde, wo man zurzeit hinschaut, wir haben überall eine Spaltung. Und ich meine nicht nur die jahrhundertelange Spaltung und der 30-jährige Krieg zwischen meinem Heimatdorf und der Gamskom-Zeiskrum-Germhafe von Dimmering und Obergamskom-Zeiskrum-Germhafe von Dimmering, sondern ich meine auch die Spaltung in der Kirche, seit dieser Martin Luther seine 95 Prothesen auf die Kirchentür genagelt hat, ist die Gaudi losgegangen vor 500 Jahren. Eigentlich wäre der Krieg und die Spaltung längst vorbei, aber bei uns im Ort reißt die evangelische Pastorin diese Wunden immer wieder mit voller Absicht auf. Weil nämlich immer weniger Leute in Kirche gingen, hat uns die evangelische Pfarrerin eine Aperol-Spritz-Andacht gemacht. Als Anwerbemaßnahme. Gratuliere. Jeder, der mich kennt, ja, machen wir einen Applaus. Sehr schön. Gut, wer mich kennt, der weiß, ich mache mir jetzt nichts aus dem Aperol-Spritz. Ich sage immer, der Aperol, da wenn man den gäst, der schmeckt ja wie ein Duftstein am Männerpissoir riecht. Das wissen bloß die Weiberleute nicht, weil sie da nicht sind. Und liebe Freunde, jedenfalls zur Aperolandacht. Also, da waren 200 Leute da, auch aus den umliegenden Gemeinden. Und die Pfarrerin hat gepredigt. Ist dein Alter, blöd und zwider, geh zum Wirt und sauf dich nieder. Bravo! Und deshalb hat der katholische Pfarrer gesagt, er schlagt jetzt zurück, hat er gesagt. Dann hat er einen ökumenischen Gottesdienst gemacht, ökonomischen Gottesdienst hat er gemacht. Da waren 400 Leute da, weil er hat angekündigt, dass er kostenlos seinen besten Messwein ausschenkt, einen 98er Chateau-Schädelsprenger. Na, da haben sie blöd geschaut und die evangelische Pfarrerin war ganz schön eingeschnappt, weil auch viele ihrer evangelischen Schäfchen da waren. Gell? Und das Beste war, der Herr Pfarrer hat im Pfarramt eine Weinsammelbestellung organisiert und eine Preisliste Messwein to go ausgelegt. Da hat er gesagt, für Ausgetretene gibt es keinen Rabatt, für Evangelische 5% und für Katholiken 30%. Es gab sogar ein Gewinnspiel. Wer ab sofort bis Ostern noch 6-mal im Gottesdienst war, nimmt an der Verlosung einer ganzen Palette Messwein teil. Und wer mindestens den Namen eines Evangelisten auswendig sagen kann oder wahlweise einer Todsünde, der darf kostenlos zum Beichten kommen. Aber die evangelische Pfarrerin hat sich das nicht gefallen lassen. Sie hat zusätzlich noch einen Gospel-Gottesdienst gemacht und Rum-Cola ausgeschenkt, weil man sich damit die Wärme des Heiligen Geistes besser vorstellen kann, hat sie gesagt. Sehr schön. Daraufhin hat der katholische Pfarrer eine italienische Blaskapelle bestellt und einen Ramazzotti angekündigt und ausgeschenkt. Und weil es bei der evangelischen Pfarrerin also keine Hostie gibt, hat sie im Pfarrbüro jetzt eine Kooperation mit unserem Bäcker Angebot flotter Dreier, drei Schnecken ihrer Wahl, nur 3,99. Am Mittwochabend macht sie eine Gossenmaß-Meditation. Die Gossenmaß geht immer reihum, solange bis sogar dem Heiligen Geist schlecht wird. Und der Herr Pfarrer lädt jetzt ein, unter dem Motto, verliere deine Kreuzschmerzen auf dem Kreuzweg mit Kräuterwanderung. Da passieren echte Wunder. Da gibt's an jeder von den 14 Stationen einen doppelten Kräuterschnaps. Das sind 28 Schnäpse. Und der Herr Pfarrer hat gesagt, wer dann immer noch seine Kreuzschmerzen spürt, dem ist auch nicht mehr zum Helfen.
im Fasching ist komplett eskaliert. Da haben sie sich beide wieder vertragen. Da haben sie einen gemeinsamen Faschingsball gemacht. Dann haben sie eine Strohrumbowle ausgeschenkt. Mit 80%igem Strohrum. Aber da war der Faschingsball um 8:45 vorbei. Und du spürst dein Gesicht nicht mehr. Und den Rest auch nicht mehr. Verstehst? Na, scheiße auf den Faschingsball. Mittlerweile ist in der katholischen Kirche die Kirchenbestuhlung abgebaut und Bierzeltgarnituren eingebaut worden. Und für Senioren, damit die das Bier leichter wegtragen können, hat der Herr Pfarrer im hinteren Bereich der Kirche sogar Toiletten einbauen lassen. Dafür hat man zwei Beichtstühle opfern müssen. Aber da ist sowieso nie jemand drin, hat er gesagt, der Herr Pfarrer, scheinbar gibt's bei uns keine Sünde. Auf jeden Fall ist kein Ende in Sicht. Die Pfarrerin leitet jetzt die Gesprächsgruppe der anonymen Alkoholiker als Betroffene. Der Pfarrer legt noch einen drauf. Er hat beim Gesundheitsminister Lauterbach vorgesprochen wegen dem Einsatz von Cannabis als Weihrauch im Gottesdienst. Brindy, ich weiß noch eins, mit dem Glauben ist das so eine Sache, gell? Wirklich. Also bei uns im Rathaus hat man kürzlich sogar einen entlassen müssen wegen seinem Glauben. Ja, der hat geglaubt, der muss nichts tun. Und der Wolfi vom Stammtisch, der hat auch ein Problem. Er und seine Frau haben beim Abendessen einmal über ein kein lustiges Thema gesprochen, über Sterbehilfe haben sie geredet. Und dann hat er gesagt, wenn es bei mir einmal so weit kommen soll, dann lass mich nicht in diesem Zustand. Ich will nicht leben, nur von Maschinen angeschlossen und Flüssigkeiten aus der Flasche. Wenn es einmal so weit kommt, hat er gewuselt, dann schalt bitte alles ab, was mich am Leben hält. Also ein Wolfi ist seine Frau aufgestanden, hat am Fernseher und am Computer ausgeschalten. Und das Bier weggeschüttet, die blöde Kuh. Danke. Servus, 14.